Ja, willkommen zu Baphomets Fluch, das schlafende Drache, wir sind bei Teil 33 und auf der Suche nach Bruno hat es uns in den Katakomben verschlagen und über die Katakomben sind wir in die Kirche gekommen. Jetzt suchen wir einen Geheimgang, dazu brauchen wir aber erst die richtige Nummer und die finden wir irgendwie in die Offenbarung wieder. Dazu brauchen wir erstmal die Bibel und jetzt müssen wir wieder durch die Kirche. Das ist so mein Lieblingspart. Also überhaupt nicht. Ich hoffe, dass es in einmal klappt. Jetzt müssen wir erstmal wieder zurück. Jetzt mal orientieren. Es ist ziemlich dunkel hier. Jetzt legen wir mal einen Schleichgang ein. Oh Gott. Das muss da ausgerechnet jetzt. Bleiben im Schatten. Hoffentlich dreht sich der nicht um. Komm nicht schneller. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Soldat, geh doch weiter, bitte. Oh Gott. Oh, jetzt muss ich auch nochmal hier rein. Oh Gott, ich glaube, ich speichere gleich. Ich habe doch ein bisschen Angst. Ich blätterte in dem ehrwürdigen Buch und suchte das richtige Kapitel. Offenbarung des Johannes. Wo ist das nur? Da ist es ja. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Erstes Kapitel, Vers 3. 1-3. Erstes Kapitel, Vers 1-3. 1-3 oder so. Okay. Speichere mal. Und weiter. Ich habe nämlich Riesenangst, wenn ich erwischt werde. Das ist alles wieder... Oh, das schaut in meine Richtung. Schleichgang einlegen. Echt im Schatten bleiben. Müssen es gehen. Wollen wir es versuchen? Oder wollen wir warten? Ich warte lieber. Oh, das ist spannend. Die Ecke rum, dann haben wir es geschafft, denke ich. Ja. So ein Drecksack. Mann! Spielgeraden? Das war doch hier oben der. Toll. Boah. Der guckt auf meine Richtung. Versuch trotzdem. Okay. Jetzt muss ich noch warten, bis der weiterläuft. Komm. Komm.
schaue ich die Wand an. Vielleicht, wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich vielleicht auch nicht. Das ist eine gute Taktik. Gott. Und rein mit dir. Zack. Boah. Muss mir das an die Uhr einstellen, glaube ich. Ja. So irgendwie war das. Zahl aus der Bibel. Ich stellte die Uhr auf die Zahlen der Bibelverse. Erstes Kapitel, Vers 3. Nichts. Mir fiel auch nichts mehr ein. Dann hörte ich plötzlich ein Geräusch. Oh, Zeit verzögert. Statuen, die sich verschoben. Wow. Antike Mechanismen. So etwas hatten wir in Idaho nicht. Hinter der Statue führte eine Treppe nach oben. Na dann los. Mal gespannt, wo wir hier rauskommen. Oh, der Rezeptor. Die Musik macht's. Ergreift ihn! Uah! Lasst ihn los. Kommen Sie herein, Monsieur Stobart. Wir haben Sie erwartet. Wer sind Sie? Ich bin der Präzeptor des Tempels. Der Orden vom Heiligen Stefan. Sehr gut. Wir wussten, dass Ihre Schlussfolgerungen Sie zu uns führen würden. Ich schlussfolgere auch, dass Sie den Schlüssel Salomos haben. Wir hatten ihn für kurze Zeit, doch leider ist er gestohlen worden. Susaro. Sein Angriff hat uns völlig überrascht. Meine Männer kämpften tapfer, aber der Feind war in der Überzahl. Nur wenige von uns haben es geschafft, sich hier in Sicherheit zu bringen. Warum ist der Schlüssel so wichtig? Sie wissen von der Amilar-Sphäre? Ein wenig. Susaro hat die Sphäre aktiviert. Mit dem Schlüssel will er die Drachenkraft in einem gewaltigen Energieschub freisetzen. Diese Energie will er für seine eigenen Zwecke nutzen. Und wo ist die Armillarsphäre? Können wir nicht einfach hingehen und das verdammte Ding abschalten? Der Standort der Armillarsphäre ist längst vergessen. 3 uralte Steine hüten das Geheimnis ihres Standorts. Lassen Sie mich raten, die haben Sie auch verloren, wie? Wir besitzen einen Stein. Zeigen Sie her. Volltreffer, ich glaube, wir haben die beiden anderen. Der Omega-Stein. Man sagt, die 3 Steine gehören zusammen. Mit den Steinen haben wir noch Hoffnung. Wie kann ich helfen? Wir werden unseren besten Ritter senden. Er ist höflich, beharrlich und lässt sich durch nichts von seinem Kampf gegen das Böse abbringen. Na, egal wer es ist, er braucht bestimmt Hilfe. Das muss er selbst entscheiden. Haha, George. Jetzt passiert's. Knien Sie nieder. Ritter George Stobart. Halleluja. Tja, wenn ihr das George erzählt, Nico erzählt. Hallo. George. Alles in Ordnung? So ziemlich. Ich bin unter Montfaucon gewesen. Ich war in einem geheimen Templerstützpunkt. Und André, du hattest recht. Die Templer haben tatsächlich überlebt. Natürlich. Der ursprüngliche Orden des Heiligen Stefan. Aber die müssen doch Jahrhunderte alt sein. Mein kleiner Spatz. Er meint damit nicht, dass es die ursprünglichen Templer selbst waren. Ach so. Dummerweise ist mir Susaro zuvorgekommen. Er hat den Schlüssel Salomos. Wahrscheinlich ist er schon zur Armillarsphäre unterwegs. Weißt du, wo sie ist? Nein. Falls die Templer es je wussten, ist es längst vergessen. Aber sie haben mir einen weiteren Alphabetstein gegeben. Noch ein Hinweis. Nicht nur das. Sie, schlugen mich zum Ritter. Was? Zum Ritter. Das heißt, ich bin jetzt ein Ritter. Unglaublich. Ja, das fand ich auch. Von und zu. Haben Sie dazu ein Schwert benutzt? Jawohl, der ganze Zinnober. Erhebt euch, edler Sir George.
Was sagst du dazu, Nico? Ich bin sprachlos. Willst du mich nicht heiraten? Dann wärst du eine Lady. Sehr witzig. Und wie sollen wir sie jetzt nennen? Eure Hoheit? Euer Gnaden? Ach wo, nur nicht so förmlich. Lord Stobbart von Idaho tut's auch. Ja, ja, George. Hättest du gern, ne? Ja, was machen wir jetzt? Hallo? Reden wir nochmal mit dem Nico. Mir scheint mir ein bisschen eingeschnappt. Hast du irgendeine neue Idee? Ich bin genauso ratlos wie du, George. Ist dir aufgefallen, wie sich André verändert hat? Er ist geradezu charmant. Beatrice hat ihm den Kopf verdreht. Na, da haben wir einen Nebenbuhler weniger. Du magst Beatrice wohl nicht besonders. Sie ist ein schlecht geschminktes kleines Mädchen und unterbelichtet. Nicht nur modisch. Autsch. Ich finde nur, dass André was Besseres verdient hätte. Na, ich nicht. Hast du eine Ahnung, was die Symbole auf den Alphabetsteinen bedeuten könnten? Nein. Nicht einmal André kann uns da helfen. Es ist so frustrierend. Wir wissen, dass die Armillarsphäre irgendwo in Ägypten liegt. Vielleicht sollten wir eine ägyptische Landkarte studieren. Und ich nehme an, du hast gerade zufällig eine dabei. Während du zum Ritter geschlagen wurdest, haben wir eine DVD voller Satellitenlandkarten gefunden. Super. Hier ist sie. Ja, George, während du da einfach spazieren gegangen bist, haben die anderen hier richtige Arbeit gemacht. Schauen wir uns die Karte mal an. Sehen wir uns Ägypten mal an. Oh, Nico. Wir dachten, Satellitenkarten würden eher ein Bild von Ägypten zeigen, wie es vor Jahrtausenden aussah. Es gibt nicht zufällig Karten, die Erdkraftlinien zeigen, oder? Das hier beruht auf wissenschaftlichen Fakten, George. Sieht aus, als hätte es ein Update nötig. Du kannst die Beweise nicht ignorieren, André. Immer dann, wenn man zu verstehen glaubt, wie die Welt funktioniert. So geht es mir immer bei den Frauen. Hey! Entschuldigung, fangen wir an. Gut. Hier ist Nordafrika. Ja, ich sehe doch schon... Der Psi-Stein, der passt doch oben in der Mitte rein. Nee. Nico, sieh mal, das Psi-Symbol sieht wie das Nil-Delta aus. Genau. Du hast recht, George. Diesen Sektor müssen wir uns näher ansehen. Oh, ich sehe auch den Omega. Stück Kohle, Silbermünze, Alufolie. Was ist ein Omega-Stein? Alpha-Stein? Omega-Stein. Nico, schau mal hier. Das Omega-Symbol sieht genau wie diese Flussbiegung aus. Das müssen wir uns genauer ansehen. Und da... der Alpha-Stein. Wenn mich nicht alles täuscht. Diesmal bin ich ziemlich ratlos, George. Vielleicht ist das eine Sackgasse. Nein, sieh nur, wie diese Ruinen angeordnet sind. Sieht fast aus wie ein Kreuz. Aber nur fast. Sie sehen aus wie die Punkte auf dem Alpha-Stein. Ich habe mich schon gefragt, was die bedeuten. Das kann nicht stimmen. Einer fehlt. Genau, der fehlende Punkt ist der Ort, den wir suchen. Dann müssen wir nur die Kartenhinweise lesen. Und wir wissen, wo die Armillarsphäre ist. Bravo, George. Danke, André. Komm, Nico, wir müssen Susarro aufhalten. Die Armillarsphäre. Einer von uns sollte eine Runde drehen. Hast recht. Na los, schieb ab. Entzückend. Ich würde dir gern helfen, aber von der Sonne krieg ich Sommersprossen. Dann nimm doch Sunblocker. Davon krieg ich auch Sommersprossen. Jammerlappen. Wie hast du es nur zum Schergen gebracht? Hier, das muss es sein. Wie gehen wir jetzt vor? Bist du nicht an der Reihe, dir etwas auszudenken? Ich dachte, du wärst dran. Gut, dann gehen wir genauso vor wie immer. Blind links hinein? Ich ziehe den Ausdruck improvisieren vor. Das sieht nicht wie ein richtiger Eingang aus. Susarro hat einen Tunnel in den Tempel graben lassen. Er wird bewacht. Auf direktem Weg geht wieder mal nichts. Wir sollten die Gegend auskundschaften. Super Idee. Hast du den Mantel der Unsichtbarkeit mitgebracht? Mist. Hab ihn im Sack des Vergessens gelassen. Nico! Da. Guck, wie die schaut. Herrlich. Zack, ist er weg. Upsala. Hey, hast du was gehört? Nö. Ich hätte schwören können. Geh und guck nach. Ich? Wieso ich? Du hast doch hier die ausufernde Fantasie. Wer von uns beiden sieht grausiger aus? Aber ich krieg Sommersprossen. Schon vergessen? Na gut, ich gehe ja schon. Tja, das ist eine gute Ausrede. Ich kann nicht kriegen Sommersprossen.
Ja, jetzt müssen wir doch auch mal... Oh, da oben kommt der Wächter mit dem Hund. Da warten wir mal ums Eck. Der muss ja auch wieder zurückkommen, oder? Immer vorsichtig hier. Oh Gott. Ich sehe nicht, ob die jetzt zuschaut oder nicht. Das machen wir mal. Oh Gott. Jetzt kommt er schon wieder. Jetzt machen wir einen Punkt. Ach, zum Glück steht eine ganze Wand. Ja, die andere Wache schaut Gott sei Dank die andere Richtung. Hoffentlich bleibt es so. Ach, Köter, komm. Na, trotzdem geschafft. Hoffe ich doch. Hey, Nico, auch schon da? Das hat Spaß gemacht. Und wie? Übrigens, ich soll dir von den Wächtern einen schönen Dank fürs Aufwecken ausrichten. Ach ja? Keine Ursache. Gern geschehen. Okay. Mit bloßen Händen konnte ich die Blöcke nicht bewegen. Dann, was haben wir denn da? Na, schauen wir jetzt mal nach. Es war ein freigelegter Teil der Mauer. Darunter waren Steinblöcke zu sehen. Was ist das? Wo? Da! Die Inschrift auf dem Stein. Sie hatte recht. Auf einem der Steine war etwas schwach Erkennbares eingraviert. Sieh dir mal die Symbole an. Das Nildelta, das Alpha und das Omega. Wir sind auf der richtigen Spur. Mit bloßen Händen konnte ich die Blöcke nicht bewegen. Wolfenstein? Nee, Moment. Omega-Stein? Wie der Kuppel vom Wagenheber? Okay. Irgendwie habe ich erwartet, graben zu müssen, um hier reinzukommen. George, sieh mal! Dass die Blöcke in Wirklichkeit eine Tür waren, hätte ich nie gedacht. Ich wollte sie nicht wieder schließen. Na, dann geh mal rein. Dies war das Endspiel. Als wir den Tunnel betraten, fragte ich mich, was uns wohl drinnen erwartete. Völlige Dunkelheit. Ich hoffe, die haben die Taschenlampe mit. Oh. Die Himmelasphäre. Und Bruno! Mann! Der schaut aber nicht glücklich aus. Oh Gott, das Gerät wird aktiviert. Nur die Frage, was man mit den Kraftfeldern machen kann. Aber das wird man dann schon irgendwann erfahren. Bitte sag mir, dass die Tür nicht gerade hinter uns zugefallen ist. Aber Nico, sie ist... Sag es einfach. Hey, ein Glück, dass die Tür nicht gerade hinter uns zugefallen ist. Sonst wären wir für immer hier eingekerkert. Danke, George. Übrigens, hast du die Taschenlampe? Die Taschenlampe? Ich dachte, du hast sie. Nein, ich gab sie dir im Flugzeug. Und ich gab sie dir im Wagen zurück. Aber beim Fußmarsch gab ich sie dir wieder. Nico. Du hast recht, wir müssen uns eben vorwärts tasten. Die Batterie war eh leer. Nanu, was ist das? Fühlt sich gut an. Schön weich. George. Ah, Entschuldigung. Wo hat er da wohin gefasst?
Ups, Licht an. Mon Dieu, was für eine Versammlung. War wohl eine tolle Party. Hier drin stirbt sich's anscheinend schnell. Mach dir keine Sorgen, jedenfalls jetzt noch nicht. Warte noch 5 Minuten. Wie sollen wir wieder rauskommen? Wir schaffen das schon. Hey, hab ich dir je die Geschichte von Syrien erzählt, wo ich... Hast du, mehrmals und ausführlich. Oh. Wo ist der plötzlich hergekommen? Anubis. Ich bin Anubis, der Hüter des Tempels. Anubis? Das war doch der Gott der Unterwelt. Schau dir das Dekor an. Sieht mir sehr nach Unterwelt aus. Wer hierher kommt, sucht nach Macht. Eine Art antikes Hologramm. Aber Macht wird nur jenen verliehen, die Autorität besitzen, mit ihr umzugehen. Und die Weisheit, die Bürde zu tragen. Ihr müsst 2 Prüfungen bestehen, um euren Wert zu beweisen. In dieser Kammer müsst ihr beweisen, dass ihr die Autorität besitzt, vorwärts zu schreiten. Und wenn wir es nicht können? Es ist eine Aufzeichnung, George. Ja, ich weiß. Ich wollte das Gespräch nur etwas auflockern. Ich glaube, du hast ihn verscheucht. Komisch, dass er Englisch sprach. Englisch? Aber er sprach doch perfekt Französisch. Deutsch, meint ihr. Ja, Leute, ich hoffe, ich kann nicht speichern. Und wie es dann weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Teil wieder. Mach's gut, mach's besser, euer Christian.